Hallo und herzlich willkommen zu meinadventskalender.de. Heute werden wir uns den Adventskalender Was ich an dir mag von Riva zum Ausfüllen und Verschenken anschauen. Und zwar handelt es sich hier um ein Adventskalenderbuch. Wir schlagen das Ganze mal zusammen auf. Und zwar gibt es hier erstmal so einen bordeauxfarbenen Einband. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Und dann gibt es hier schon einen kleinen Text für den lieben Lieber. Also man kann das Ganze seiner Freundin, also seinem besten Freund, seiner besten Freundin oder einem sehr engen Freund vielleicht einfach schenken. Und dann steht hier, es gibt nicht viele so wie dich und du ahnst gar nicht, wie froh ich bin, dich zu haben. Damit du weißt, wie ernst ich das meine, versuche ich es dir zu sagen. Nicht nur einmal, sondern 24 Mal. Denn dieses Büchlein ist mein ganz persönlicher Adventskalender für dich. Jede Seite ist wie ein Türchen und jeden Tag, wenn du eine Seite umblätterst, wirst du einen meiner Versuche sehen, dich glücklich zu machen. Ich wünsche dir viel Spaß und eine einzigartige Adventszeit, mein Weihnachtsstern. Und dann hat man hier schon die 1 und dann blättert man um und dann hat man hier sozusagen einen Text, den man eingefüllt hat vorher. Zum Beispiel dann hier, jeder Buchstabe im Advent steht für ein Wort, das dich ausmacht. Zum Beispiel V für voll nett. Und dann hat man hier noch so andere Wörter, die man reinschreiben kann. Dann blättert man einfach weiter. Dann hat man hier zum Beispiel das zweite Adventskalendertürchen. Hier steht dann, wenn ich reich wäre, würde mein persönlicher Adventskalender für dich so aussehen. Und hier kann man natürlich dann mal ein bisschen rumspinnen und keine Ahnung, vielleicht schreiben, ich würde dir einen Ferrari-Adventskalender schenken und jeden Tag gerne einen neuen Ferrari schenken. Genau, da hat man hier zum Beispiel die 3. Sollte ich jemals eine ganz persönliche Christbaumkugel für dich designen, sehe sie so aus. Dann kann man hier vielleicht einfach mit so ein paar Buntstiften so eine kleine schöne Christbaumkugel malen. Kann man natürlich auch irgendwie gut so eine 96 oder Bayern München Christbaumkugel machen, wenn derjenige vielleicht Fußballfan ist oder so. Dann der 5. Das hier kannst du wahnsinnig gut und viel besser als ich. Genau, einfach mal auch zugeben, okay, der andere kann das vielleicht einfach besser als ich. Tut dem anderen oder deinem besten Freund oder der besten Freundin vielleicht auch mal gut, dass einem sowas mal gesagt wird. Dann 6 ist Nikolaus. Dort steht dann, das ist die beste Geschichte von dir, die ich kenne. Wahrscheinlich kann man hier auch ein paar lustige Sachen eintragen. Da fallen euch bestimmt viele Dinge ein. Dann haben wir hier die 7. Eine Weihnachtstradition, die ich nur mit dir zelebriere. Dann haben wir hier 8. Ich würde dich nie eintauschen, nicht einmal gegen einen eigenen Glühweinstand, alles Geld der Welt, ein Einhorn, ein Lebkuchenhaus in Lebensgröße. 9. Mit ein paar Tässchen Glühwein wird dieser Song zu unserem Lieblingsweihnachtslied. Dann kommt hier das 10. Türchen. Weißt du noch, als wir, das war wahnsinnig schön, echt lustig, einfach unverantwortlich. Das ist natürlich auch cool, da hat man nochmal so ein kleines Erinnerungsbuch, wenn man das irgendwie vielleicht mal ein paar Jahre später nochmal aufschlägt, dann kann man irgendwie nochmal zusammenschauen, ach, witzig, was wir da alles erlebt haben. Dann kommen wir zu 11. Mit dir kann man so gut... Punkt, Punkt, Punkt. Das ist, dass es eine wahre Pracht ist. Und hier haben wir nochmal so eine kleine Schlittenillustration. Hier sind ein paar Geschenke, nochmal ein Weihnachtsmann. Und dann haben wir hier das 12. Türchen. Ich finde es übrigens nicht selbstverständlich, dass du das für mich tust. Danke. Genau, einfach mal dem anderen Danke sagen. Und hier ist nochmal Platz einfach für Texte, Zeichnungen, Fotos, Eintrittskarten und ähnliches, um so ein paar Erinnerungen nochmal zu schaffen. Und wie gesagt, kann man dieses Buch auch sicherlich gut einfach als allgemeines Erinnerungsbuch gestalten. So mit ein paar Fotos drin kann das, glaube ich, richtig, richtig nett aussehen. Da hat man hier nochmal so ein bisschen Platz. Und das war dann auch schon der Adventskalender von Riva. Ich zeige euch nochmal hier das Deckblatt. So sieht er aus. Was ich an dir mag und sicherlich für viele ein sehr persönlicher Adventskalender. Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß damit und wünschen euch viel Spaß beim Verschenken.